SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Frau Künast Ministerin gewesen ist, muss es so gewesen sein, dass alle Kabinettsvorlagen von der Grünen Fraktion eins zu eins durchgewunken wurden hier im Parlament. Ich glaube, die Große Koalition kann hier mit vollem Stolz sagen, wir reden noch mal über das, was aus dem Kabinett kommt, und gucken uns genau an, ob man Dinge nachbessert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier über einen Bereich, der sehr sensibel ist. Ich glaube auch, dass bei vielen von uns Erkenntnisse gereift sind in den letzten Monaten, und wir alle sind uns der Verantwortung bewusst über den Themenbereich, über den wir heute sprechen. Es geht um Meinungsfreiheit, es geht auch um die Verantwortung, die der Staat, die wir als Parlamentarier tragen. Es geht um die Frage, ob wir es als Politik schaffen, diejenigen zu schützen, die von Hass und Hetze im Internet betroffen sind. Facebook ist heute quasi sowas wie ein öffentlicher Raum. Und es geht auch um die Frage heute hier, ob der Staat dort Handlungsfähigkeit beweisen kann. Ich will Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass auch seit Beginn der Diskussion ja vieles passiert ist. Wir sehen eine gestiegene Sensibilität in der Bevölkerung. Wir diskutieren viel nicht nur über offensichtliche Strafrechtsverletzungen, sondern auch über einen anderen Punkt, über das, was wir als Fake News bezeichnen, und über die Frage, wie wir damit umgehen. Facebook kommt in Bewegung. Wir sehen, dass dort mehr Personen eingestellt werden, die löschen sollen. Wir sehen auch, dass Facebook anfängt, mit Journalisten zusammenzuarbeiten und genau zu gucken, was ist eigentlich wahr und wo sind Dinge falsch, die dort verbreitet werden. Und für die SPD-Fraktion kann ich sagen, für uns ist auch völlig klar, es geht nicht nur um Gesetze, wenn wir über all diese Dinge reden. Es geht auch um digitale Kompetenzen. Es geht um die Frage, wie stärken wir eigentlich die, die auch dagegen halten im Internet. Es geht über die Frage, sagen, wie können wir Fakten viel stärker auch herausstellen. Aber heute reden wir konkret über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und ich kann für die SPD-Fraktion hier zusagen, wir werden die vielen Bedenken, die gerade im öffentlichen Raum stehen, wir werden sie ernst nehmen in den parlamentarischen Beratungen. Wir werden zuhören, wir werden uns die Dinge anhören. Und wir werden dann sicherlich auch an vielen Stellen nach einer gründlichen Debatte dazu kommt, dass wir Änderungen in diesem Gesetzentwurf vornehmen. Es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Schnelligkeit, weil die Legislatur bald zu Ende ist. Ich will hier aber auch sagen, es geht auch um Gründlichkeit, und beide Dinge werden wir nicht gegeneinander ausspielen können. Herr Kollege Klinkbeil, darf die Frau Rösner eine Zwischenfrage stellen? Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Präsident. Danke, Kollege Klinkbeil, dass ich eine Frage stellen darf. Nun gab es ja Anfang der Legislaturperiode das große Ansinnen der Großen Koalition, eine Bund-Länder-Kommission zur Regelung im Medienbereich auf den Weg zu bringen. Und da gab es auch eine Arbeitsgemeinschaft zur Plattformregulierung und zu Intermediären. Jetzt ist das aber leider schon abgeschlossen. Es gibt einen Bericht. Aber genau diese Thematik ist dort nicht mit aufgenommen worden. Und deshalb verstehe ich nicht ganz, warum man dort ein Gremium hatte, wo man intensiv auch diskutiert hat, wo man sich Sachverstand geholt hat und jetzt aber auf die Schnelle dieses Gesetz durchgeboxt werden soll, wo die Länder eben gar nicht mit einbezogen worden sind. Das verstehe ich nicht, und vielleicht können Sie mir diese Frage beantworten. Ja. Liebe Kollegin Rösner, es ist doch in der Tat so, und das wissen Sie auch als damaliges Mitglied der Enquete-Kommission und auch eine Kollegin, die viel in diesem Bereich unterwegs ist, dass wir digitale Entwicklungen haben, die uns manchmal in der Geschwindigkeit herausfordern. Und Sie haben zu Recht festgestellt, wir hätten dieses Thema in der Bund-Länder-Kommission diskutieren sollen. Wir haben es da leider nicht getan. Das Parlament war ja nicht direkt beteiligt. Aber es gibt jetzt diese Herausforderung, und wir müssen diese Herausforderung annehmen. Und für mich wäre es doch der falsche Weg zu sagen, nur weil die Legislatur jetzt kurz vor dem Ende steht, ignorieren wir diese Probleme und diskutieren das hier im Parlament nicht. Also wir müssen uns mit den Fragen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, auseinandersetzen. Und das tut die Große Koalition an dieser Stelle. Und ich habe gerade auch, als Sie sich gemeldet haben, gesagt, es geht um Gründlichkeit und es geht um Schnelligkeit, und beides lässt sich für uns nicht gegeneinander ausspielen. Herr Präsident, ich will in meiner Rede fortfahren, und ich will vier Punkte einfach mal sehr deutlich machen für die SPD, die in den Verhandlungen jetzt in der Koalition und hier im Parlament sehr wichtig werden.
Das erste ist, dass im Gesetz eine Ausweitung der Auskunftsansprüche ohne Richtervorbehalt drinsteht. Das ist für uns eine rote Linie, die überschritten wurde und wo wir sagen, der Richtervorbehalt muss rein und wir brauchen eine Einengung des Auskunftsanspruchs auf einen engen Kreis von Straftaten. Das zweite ist der Punkt der Bußgelder, den wir noch mal konkretisieren wollen im Gesetzestext, um deutlich zu machen, es geht nicht um den einzelnen Post und die Frage geht, eine soziale Plattform damit falsch um, sondern es geht um das Vorhalten eines effektiven Beschwerdemanagements. Das wollen wir erreichen, dass das im Gesetz noch mal deutlicher wird. Der dritte Punkt ist, dass wir eine Klarstellung brauchen, welche Plattformen betroffen sind von diesem Gesetz und welche Plattformen nicht. Und der vierte, auch das kann ich hier für die SPD-Fraktion sagen, wir wollen die Möglichkeit der regulierten Selbstregulierung in den Verhandlungen hier im Parlament offen und ehrlich prüfen. Das sind vier Punkte, die uns sehr wichtig sind. Und ich will es auch noch mal sagen, es ist für mich ein Selbstverständnis, dass wir als Parlamentarier gucken, wie wir in guten Gesetzen auch noch mal nachbessern können. Und dann will ich aber etwas ansprechen, jetzt am Ende noch, was mich schon irritiert. Es gibt aus der Union viel Kritik. Es gibt viel Kritik am Minister, an dem, was das Kabinett vorgelegt hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass heute auch hier im Parlament diejenigen aus Reihen der Union reden, die man sonst auf Spiegel Online nachlesen kann, wie sie dieses Gesetz kritisieren. Da ist dann Herr Kauder, der Herrn Maas auffordert, das ganze Gesetz doch schneller auf den Weg zu bringen und es härter zu machen. Dann kommt seine Stellvertreterin Nadine Schön und sagt, das darf alles nicht so schnell gehen und das ist doch alles viel zu hart. Herr Jatzombek schlägt vor, eine quasi staatliche Behörde einzurichten. Dorothee Bär, die als Staatssekretärin ihren Minister im Kabinett ja mitentscheiden lässt und anscheinend schlecht beraten lässt, sagt dann, sie lehnt dieses Gesetz ab. Das ist ein Hin und Her in der Union, was es schwierig machen wird, in den kommenden Wochen diese Punkte alle zu beraten. Ich hätte mir gewünscht, dass die Digitalpolitiker, die ja auch Kritik haben, heute hier zu Wort gekommen wären. Dann hätten wir diese Kritik nicht nur bei Spiegel Online gelesen, sondern auch mal hier im Parlament gehört. Herr Klingbeil, bevor es zu Ende ist, wollen Sie noch eine Zwischenfrage? Ja, gerne. Gut, deswegen habe ich es jetzt unterbrochen. Habe ich noch mehr Zeit, ist auch gut. Frau Schön, bitte. Lieber Kollege Klingbeil, ich bin ja auch direkt angesprochen worden. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Unionsfraktion in dieser Frage immer eine einheitliche Meinung hatte? Nachzulesen in unserem Positionspapier, was wir im Januar verabschiedet haben als Gesamtfraktion, wo all diese Punkte, die wir auch heute kritisieren, nämlich die Frage, wer prüft denn eigentlich, gibt es Verfahren der regulierten Selbstregulierung, wer ist überhaupt betroffen von einem solchen Gesetz, alle schon im Positionspapier drin standen. Und deshalb wäre es schön gewesen, dass das zuständige Ministerium aus den Positionspapieren, Ihre Fraktion hatte ja auch eins gemacht, diese zur Grundlage des Gesetzes genommen hätte. Dann hätten wir viele Diskussionen, die wir heute haben, nicht. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie sagen, auch Sie ist, für Sie ist das Thema regulierte Selbstregulierung ein Thema. Auch Sie teilen die Kritik, die wir haben an vielen Stellen. Frau Winkelmeier-Becker hat in ihrer Rede diese Punkte aufgeführt. Und Hans-Jörg Durz wird für die AG Digitale Agenda sprechen. Von daher haben wir ein völlig konsistentes Meinungsbild innerhalb der CDU-CSU-Fraktion. Wir sind aber auch offen für Anregungen von außen, weil wir uns ja auch einig sind, dass es ein sehr komplexes, ein schwieriges Gesetz ist und wir alle gut beraten sind, wenn wir auch die Experten von außen und auch diejenigen, die etwa mit dem Thema regulierte Selbstregulierung schon Erfahrungen haben, auch hören und in unsere Beratungen mit einbeziehen. Und deshalb muss ich auch noch mal die Kritik wiederholen, dass es sehr schade ist, dass die Beratungszeit jetzt so kurz ist. Wir hätten uns einfach mehr Zeit gewünscht für dieses Gesetz. Aber es ist schön zu hören, dass die SPD-Fraktion bei vielen Punkten unserer Meinung ist. Und deshalb sollten wir die Zeit jetzt nutzen, das Gesetz zu einem guten Gesetz zu machen. Herr Klingbeil, bitte. Da freue ich mich drüber, dass sich beim geschätzten Koalitionspartner endlich eine Einstimmigkeit sozusagen im Thema andeutet. Und ich will noch mal sagen, für uns sind es vier Punkte. Richtervorbehalt beim Auskunftsanspruch, Bußgelder konkretisieren, deutliche Klarstellung, welche Netzwerke betroffen sind und Prüfung der regulierten Selbstregulierung. Wenn Herr Durz, der jetzt nach mir spricht, sagt, bei allen vier Themen machen wir einen Haken dran, dann würde uns das für die Berichterstattergespräche schon einiges erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Klingbeil, stopp, noch nicht weg. Sie haben ja noch eine Sekunde. Ach so. Und es bei manchen ist eine Sekunde ziemlich lang, liebe Kolleginnen und Kollegen.
wollen Sie noch eine Zusatzfrage erlauben von Herrn von Notz? Ja, klar, gerne. Präsidentin, vielen Dank, Herr Kollege Klingbeil. Nach diesen Selbstgesprächen der Großen Koalition muss ich doch noch mal die Nachfrage stellen, weil ich es nicht verstehe. Wenn es so eine einheitliche Linie gibt in der Union, wie verstehen Sie denn, Herr Kollege, die Äußerungen der Kollegin Dorothee Beer und Zombeck? Also ich nehme da eine große Lücke zwischen Herrn Kauder, der jetzt leider nicht mehr da ist, und den beiden Kollegen wahr. Und gibt es da eine sozialdemokratische Erklärtheorie, wie es zu diesem Delta kommen kann? Ich bin ausgebildeter Sozialwissenschaftler, aber kein Sozialpädagoge. Insofern kann ich sagen, da nicht weiterhelfen. Ich habe nur gerade wahrgenommen, und das ist das wichtige Signal, dass die Union sich anscheinend dabei ist, zu einem auf konkrete Punkte, die wir in den Berichterstattergesprächen führen können. Das wäre für uns ein wichtiger Punkt, damit wir dieses Gesetz noch gründlich in dieser Legislatur abschließen können. So. Vielen Dank. Ich habe Ihnen noch eine Stunde, aber die schenke ich. So, vielen Dank, Lars Klingbeil. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bin schon mittendrin. Letzter Redner in dieser lebendigen Debatte, Hans-Jörg Durz. Für die